dann haben wir gerade nicht die volle Ehre Gott gegeben, haben wir nicht. Vielmehr, wen betest du bitte dann an, wenn du Jesus nicht anbetest, wenn du sagst, Jesus ist nicht Gott? Dann hast du gerade eine Sekte verbreitet, würde ich sagen, so wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Nein, du musst deinen Sohn auch dazu haben. Und den Heiligen Geist darfst du auch nicht vergessen. Drei, eine Gott. Wenn du jetzt sagst, Verwirrung ist verwirrt, dann ist dein Körper aber auch verwirrt und dein Verstand nach deinem Körper ist auch verwirrt. Du sagst, nein, ich bin jetzt verwirrt, ich verstehe das nicht. Eine Frage an dich, okay? Eine Frage, okay? Bei deinem Körper funktioniert das. Dein Körper akzeptiert es, nämlich du bestehst auch aus drei Komponenten. Fleisch, Seele, Geist. Und trotzdem bist du eins. Drei, aber ein Teiler. Ich bin ein Teiler. Du bist ein, ich weiß nicht, wie du heißt, ein Mensch aber, oder? Bei uns Menschen funktioniert es, aber beim Herrn Jesus Christus, der was Gott ist, da funktioniert es nicht. Da ist es sinnlos und da ist es verwirrt und da kenne ich mich nicht aus. Ist es... Warte, Daniel Kostic? Welcher Daniel ist das? Wenn das der Daniel, wenn das mein Jugendpastor ist, dann, keine Ahnung. Egal, er wird wahrscheinlich die antworten. So, zurück gehen wir. Zum Thema der Dreieinigkeit, okay? Der Dreieinigkeit des Herrn Jesus Christus. Bei deinem Körper sagst du, ja, ah, stimmt, ich habe eine Seele, ich habe einen Verstand, mit dem denke ich, und ich habe einen fleischigen Körper. Drei, aber dennoch eins. Das ist so ein anderer Daniel, okay? Aber bei Gott, den du sowieso nie zu 100% verstehen wirst, den hinterfragst du komischerweise und sagst, wie soll das gehen? Ist Gott allmächtig? Ja, ist er. Fertig. Frage beantwortet. Alter, was... Elchan, dein Ernst? Fleisch ist nicht 100% Mensch. Das heißt, ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Bin ich kein Mensch? Ich bestehe aus Fleisch und Blut und ich lebe auf der Erde. In der Bibel steht, Johannes 1,14, das Wort wurde Fleisch und Blut und kam auf Erden und lebte unter uns. Wer lebt auf der Erde und lebte unter uns und besteht aus Fleisch und Blut? Ein Mensch. Könnt mich so oft beleidigen, wie ihr wollt. Ich habe euch schon gesagt, ich fühle mich geehrt. Und ihr macht mich nur noch stärker in meinem eigenen Glauben, dass der Herr Jesus Christus die Wahrheit ist. Tut ihr so oder veräppelt ihr mich? Ich sag, Jesus lebt er unter uns und die sagen unter der Erde. Dein Ernst? Hast du Drogen genommen? Könnt ihr alles sagen? Es sind sogar Komplimente. Denn Menschen nehmen Drogen, um Energie zu haben, um wirklich aktiv zu sein. Ich nehme keine Drogen, aber ich bin aktiv und ich habe Energie. Ich brauche Drogen nicht. Weißt du warum? Weil der Heilige Geist, der was in mir wohnt, mich wärmt, durch mich spricht und mir diese Energie gibt, die was ich gerade habe. Dass ich einen fast 12 Stunden, dass ich einen, was, vielleicht 12 Stunden Stream schon fast mache. Also? So, ich bin Christ und ich glaube an den einzig wahren Gott, den Herrn Jesus Christus, dass er der einzig wahre Gott ist. All die Ehre gebührt seinem heiligen Namen und ihm selber auch. Das ist das, was ich glaube, okay? Und wer ihn annimmt, der hat das ewige Leben. Wer ihn aber ablehnt, der hat sich selber verurteilt. Der hat sich selber ins Höllenfeuer geschmissen, selber ins ewige Verderben. Glaubt es mir doch bitte. Glaubt es mir. Selbst Jesus Christus ist zu Erden gekommen, wurde Fleisch und Blut und lebte unter uns, weil er uns liebte. Er hat sich gekreuzigt für wen? Nicht für irgendwen. Er hat sich gekreuzigt für die ganze Menschheit. Dass die, die was nicht an ihn glauben, die was an ihn glauben, meinte ich, errettet sind. Wieso? Ein Muslim stirbt, er weiß nicht, wo er hinkommt. Ein Christ stirbt jetzt, ich sterbe jetzt. Ich weiß, dass ich jetzt bei meiner Liebe des Lebens bin und dass ich bei meinem Herrn Jesus Christus bin. Fakt. 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 Glaubt an den Herrn Jesus Christus.
Glaubt an ihn. Er ist die Wahrheit. Kein anderer ist die Wahrheit. Nur er. Boah, ich bin richtig müde geworden, Alter. Ja, bin ich schon live, Alter. Aber Jesus ist Gott. Jesus ist nach Koran besser als Mohammed. Ja? Nein, ich hab nicht geschlafen. Ich hab so gedacht, ich gehe live und dann bin ich live gegangen und das habe ich bis jetzt nicht geschlafen, aber ist egal. So. Sag ich euch noch einmal. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Nehme ihn an und glaube an ihn und du bist errettet. Vertraue dem Herrn Jesus Christus. Vertraue ihm. Niemand in der ganzen Geschichte hat jemals gesagt, wenn du mir nachfolgst, dann hast du das wahre Leben, das ewige Leben. Das hatte niemand jemals gesagt, außer der Herr Jesus Christus. Im Islam, nach Islam, sind Christen und Juden verflucht. Nach der Bibel, Jesus Christus liebt jeden Menschen. Checkt ihr? Versteht ihr, was das heißt? Versteht ihr, was das heißt? Im Islam ist man gehasst, wenn du kein Moslem bist. Doch wenn du Christ bist und der einzig wahre Gott es auch sagt, der Herr Jesus Christus sagt es auch. Ich liebe jeden Menschen. Egal, was er ist. Was ist mit mir passiert? Jeder hat mich verleugnet und jeder hat mich verlassen, weil ich zum Herrn Jesus Christus gehöre. Ja, jeder. Die hassen mich und die möchten nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich zum Herrn Jesus Christus gehöre. Was sagt Jesus uns? Jesus sagt: Liebe deine Feinde, bete für sie, liebe sie und hasse sie nicht. Wenn ich dein Feind um Wasser und Essen bittet, dann gebe es ihm. Dann wird sich der Feind schämen und selbst in die Hand beißen. Das steht in der Bibel. Ja. Ja. Ich bete den Herrn, den einzig wahren Gott, den Herrn Jesus Christus an, habe ich schon erklärt. Und auch mit der Dreieinigkeit habe ich es auch erklärt. Du betest zum Vater, betest automatisch zum Sohn und den Heiligen Geist. Du betest zum Herrn, Jesus Christus, betest automatisch dann auch zum Vater und dem Heiligen Geist. Du betest zum Heiligen Geist, betest automatisch zum Vater und dem Heiligen, den Herrn Jesus Christus. So ist es. Ja? Ich lese euch jetzt einen Vers vor, was in der Bibel steht, okay? Und das hat der Herr Jesus Christus angekündigt. Okay? Er hat gesagt, ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch von nichts von eurem Glauben abbringen lasst. Man würde euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Habe ich auch schon einmal angesprochen. Vorgestern oder beim anderen Live. Die Moslems töten die Juden. Warum? Weil sie denken, dass sie etwas Gutes machen. Gott damit eine Ehre bereit, damit sie Gott eine Ehre geben. So, weißt du, was ich meine? Und das stimmt. Bevor der Islam überhaupt entstanden ist, hat das der Herr Jesus Christus schon erwähnt. Er hat gesagt, der Herr Jesus Christus hat gesagt, dass Leute kommen werden, die was sagen werden. Ja, wenn wir die Christen töten, dann haben wir Gott die Ehre gegeben. Was steht hier in deinem Hadithbuch, an das ihr glaubt? Das steht drinnen. Das ist teuflisch. Da steht drinnen, Juden zu töten, Christen zu hassen, Sahih al-Bukhari 3453, Christen und Juden zu hassen, Sahih al-Bukhari 2926, Juden zu töten. Genau das, was der Herr Jesus Christus prophezeit hat, genau das passiert in unserer heutigen Zeit. Nein, ich bin nicht leise, vielmehr bin ich laut, vielmehr verbreite ich das Evangelium. Ich werde meinen Mund nicht schließen. Ich werde mich nicht stummen. Ich werde nicht verstummt dasitzen. Ich werde vielmehr für die Wahrheit reden und nicht mich schämen für die Wahrheit.
Alter, es ist unfassbar, wirklich. Guten Morgen, Kontowarnung, ist auch mal da wieder. Ich weiß, Kontowarnung, ich bin schon seit, keine Ahnung, fast 10 Stunden oder so live. Seit 11 Uhr oder 12, 1 bis 9 Uhr, ich habe durchgemacht. Aber egal. So, gehen wir zurück zum Thema. Was hat der Herr Jesus Christus gesagt? Wieso antwortet mir wieder keiner? Niemand antwortet mir, niemand. Niemand. Komm, niemand antwortet mir, ich check's nicht warum. Warte, ich lade Arken ein. Wahrscheinlich schläft Arken schon. Okay, egal. Niemand antwortet mir auf diese Frage. Jesus Christus hat es prophezeit. Er hat gesagt, ja, in Johannes 16, Vers 2 hat er gesagt, ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint Gott, damit einen Dienst zu erweisen. Was machen die Moslems heute? Was sagt dein Prophet Mohammed? Er sagt, töte die Juden und hasse die Christen und die Juden. Töte sie. Denn dann machst du das Gutes gegenüber Gott. Genau das, was Jesus 600 Jahre prophezeit hat, bevor überhaupt der Islam entstanden ist. Das hat er schon prophezeit. Und das passiert heute auch. In Israel, in Syrien, in Irak, wo es Christen gibt. In allen islamischen Ländern, wo es Christen gibt, passiert genau das. Ja. Hey. Boah, Digga, ist so müde geworden, Alter. 10 Minuten, dann gehe ich auf. Dann gehe ich zur Kirche. Geh schlafen, komm. Nein, gehe ich nicht. Alter, dein Ernst? Dann schau dir bitte Deutschland heute an. Deutschland ist ein christliches Land. Es gibt Moscheen, wo man vom Äußerlichen erkennt, da ist eine Moschee. Wird diese Moschee gesprengt? Wird diese Moschee zerstört? Nein, wird sie nicht. Was passiert mit den Kirchen in den islamischen Ländern? Warum darf man in Saudi-Arabien keine Bibel besitzen? Warum? Wieso wirst du gehasst oder verurteilt in Saudi-Arabien, wenn du eine Kreuzkette trägst? Wieso? Schau, das meine ich. Bro, bist wirklich so hobbylos geworden. Das, was du machst, wie heißt es nochmal? Weiß gerade nicht, aber du bist von meinem Hof, ich kenne dich. Das, was du gerade machst, dass ich hobbylos und du diesen Hass gegenüber mich verbreitest, ich sage dir eins, das beweist einfach nur, dass ich auf der Wahrheit bin. Denn Jesus Christus hat gesagt, in Johannes 15, 18, zum zweiten Mal lese ich schon vor, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen, doch ihr gehört nicht zur Welt. Jesus hat uns aus dieser Welt herausgerissen. Und das ist der Grund, warum die Welt uns hasst. Und das merke ich an dir, Josef, genau so heißt du. Josef, an dir merke ich es. Und auch allen anderen. Dass sie mich geliebt haben, als ich beim Islam war. Doch jetzt hassen sie mich, weil ich Christ bin. Und sie wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Wieso? Weil ich Christ bin. Und die Bibel hat gesagt, du wirst gehasst werden, wenn die Welt euch hasst. Dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Amen. Die Welt hasst mich, weil ich nicht zum Herrn Jesus Christus gehöre. Ahmed, stimmt, tut mir leid, Ahmed, vergessen. Ahmed, die Welt hasst mich. Ihr Moslems, die was zu dieser Welt gehören, die Juden, die was nicht an den Herrn Jesus Christus glauben, an alle anderen, die hassen mich, weil ich zur Wahrheit gehöre. Ihr spürt es, dass ich ein Licht in mir trage. Wer ist dieses Licht? Der Herr Jesus Christus, der was in uns wohnt. Der Heilige Geist, der was in dir wohnt. Und der antichristliche Geist, der spürt das, dass in uns ein Licht brennt. Die Finsternis sieht in mir, Tyler, in den Christen brennt ein Licht. Jeder, der es nicht an den Herrn Jesus Christus glaubt, der ist in Finsternis, der ist blind. Deshalb, ihr,
Was in der Finsternis lebt, ihr seht mein Licht. Was ist die Reaktion? Die Reaktion ist, die Finsternis will nichts zu tun haben mit dem Licht. Die Welt will nichts zu tun haben mit Jesus Christus. Wieso? Weil die Welt umarmt wird von dem Teufel, vom Satan. Die Welt wird vom Satan umarmt. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Ich habe nichts zu tun mit dieser Welt. Habe ich nicht. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Ich gehöre zum Herrn Jesus Christus. Nein, Ahmed, ich schlage hier keinen. Vielmehr, jeder, der was mich schlägt, ich wehr mich nicht. Jesus hat gesagt, liebe jeden, egal was er tut. Liebe deine Feinde, liebe die, die was dich verfluchen, liebe die, die was dich schlagen, liebe die, die was dich verfolgen und dich töten wollen, liebe die, die was dich aussachen, liebe sie und bete für sie. Das ist Christentum. Jeden Menschen liebe ich, egal was er ist. Nein, Johannes 5, Vers 30 ist nicht widersprüchlich, weil du es nicht im Kontext liest. Johannes 10, 30 steht zum Beispiel, ich und der Vater sind eins. Das ignorierst du dann komplett. Alter. Genau, so ist es. Only this way, so ist es. Amen. So ist es. Glaubt an die Wahrheit. Glaubt an den Herrn Jesus Christus. Glaubt doch, was ich euch sage. Ich bekomme nichts dafür. Tausendmal habe ich das erwähnt. Was bekomme ich dafür, wenn einer Christ wird? Bekomme ich 1 Million Euro? Nein. Ich mache es zu euch zur Liebe. Zu dir. Dass wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann errettet bist. Vor allem, er hat sich gekreuzigt für dich. Er hat alles auf sich genommen. Er liebt dich so, wie du bist. Ach. Wisst ihr, ich frage mich, Jesus Christus hat das tagtäglich erlebt und viel schlimmer als ich. Hier werde ich beleidigt. Geh zur Therapie, du bist krank, ein Dämon ist in dir, bla bla bla. Was hat Jesus durcherlebt? Er wurde verfolgt, er wurde auch beschimpft, er wurde angespuckt, er wurde geschlagen und er wurde gekreuzigt. Und Jesus hat das alles ausgehalten und hat dennoch zu diesen Leuten gesagt, die was ihn geschlagen haben, er hat gesagt, ich liebe euch und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Deshalb, du, der was mich gerade beleidigt hat, dass ich zu einer Therapie gehen soll, ich sage dir eins, ich liebe dich und ich hasse dich nicht. Ich liebe jeden Menschen, menschlich gesehen, gell? Nicht falsch denken jetzt, okay? Jeden Menschen, weil Jesus es mir so gelernt hat. Dein Koran aber hasst Christen und hasst Muslime und hasst Juden. Seht ihr diese Moral? Seht ihr, worauf ich hinaus will? Jesus Christus sagt, liebe jeden Menschen, auch wenn er dich verfolgt und auch wenn er dich töten will. Doch der Islam verflucht einem Christen und Juden. Warum? Weil sie keine Moslems sind. Nach Islam sind Christen und Juden verflucht. Ist das wirklich die Wahrheit? Denk bitte nach. Ist es wirklich die Wahrheit? Was ich labere, es steht in einem Buch. Glaub's mir nicht. Ich lese dir einen Hadith vor, an den du glaubst. Sahih al-Bukhari 3453. Was hält, was laberst du? Das sagt dein Buch. Sahih al-Bukhari 3453 steht drinnen, dass dein falscher Prophet in seinem Todesbett gelegen ist und dann zu deinem falschen Gott gebetet hat, der Fluch von Allah soll auf den Juden und auf den Christen sein. Da hast du es. Der Fluch von Allah soll auf den Juden und auf den Christen sein. Ist das wirklich ein Gott, der was Liebe hat? Nein, das ist kein Gott. Allah ist definitiv nicht Gott. Nein, etwas Satanisches. Darf man als Christ eigentlich LGBTQ unterstützen? Das Christentum ist ganz klar gegen die LGBTQ. Ganz klar. Ganz klar. Das Christentum sagt so, in der Bibel steht auch, dass es einfach verwerflich ist, wenn ein Mann mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr hat und wenn eine Frau mit einer anderen Frau Geschlechtsverkehr hat. Das ist verwerflich und kommt nicht von der Natur, nicht von der menschlichen Natur. Das sagt die Bibel. Wieder einer beleidigt, ich gehe drauf nicht ein.
Ja, ist so, Midugel. Amen. Amen. Wieso bekomme ich, wenn der Islam die Wahrheit sein sollte, wieso bekomme ich dann diese Reaktion ab? Wieso? Wieso? Hm? Wieso bekomme ich diesen Hass ab? Weil die Finsternis auf mein Licht reagiert. Ich bin selber LGBTQ. Hallo. Hallo. Ich liebe dich, auch wenn du eine Sünde begehst. Versteh? Verstehst du das? Aber die Sünde, was du machst, die hasse ich. Gott liebt dich, so wie du bist. Aber die Sünden, die was wir machen, die hasst er. Aber dich selber liebt er. Verstehst du? Keiner hasst dich, hä? Du weißt nicht, was in meinem Leben abgegangen ist. Du kennst mich nicht. Und du weißt nicht, was mit welchen Leuten ich da auf TikTok geredet habe und mit welchen Leuten ich in meinem realen Leben geredet habe. Und ich bekomme schon Hass ab, dass mich Leute beleidigen, weil ich zur Wahrheit gehöre, nämlich dem Herrn Jesus Christus von Nazareth. All die Ehre gebührt seinem heiligen Namen. Verstehst du? Ach. Ich finde es so schade. Ich finde es schade, dass die Leute einfach die Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Sie scheuen sich vor der Wahrheit. Sie wollen die Wahrheit nicht klar haben. Lies, bitte, such nach der Wahrheit von ganzem Herzen. Meintest du gerade, Allah ist satanisch? Ja, weißt du warum? Nicht, weil ich deinen Glauben verletzen will oder deinen Glauben beleidigen will. Ich lese einen Vers vor, okay, von deinem Buch und dann sag mir bitte, was du davon hältst. Sure 3, Vers, also Sure Maryam, Vers 83 steht drinnen: Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubige gesandt haben, damit sie heftig aufreizen? Okay? Nach Islam ist das Buch Koran das Wort von Allah, okay? Passt? Das heißt, hier hat gerade dein falscher Gott gesagt, dass er Satane aufhetzt. Dass er, warte, siehst du nicht, dass die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie heftig aufreizen? Wieso sollte ein Gott Teufel senden gegen die Ungläubigen? Wieso? Hier macht ein Gott er verbindet sich mit dem Teufel, mit dem Bösen. Das ist kein Gott, niemals. Was sagt die Bibel? Die Bibel verbessert das. Der Herr Jesus Christus, der einzig wahre Gott, sagt, was hat Gott mit dem Teufel zu tun? Schau. Nichts, nichts steht dann dort weiter. Doch nach Koran tut sich der Allah, dieser falsche Gott, mit dem Satan zusammen, indem er Satan zu den falschen Leuten schickt, zu ungläubigen Leuten schickt. Verstehst du? Deshalb sage ich, dass Allah satanisch ist und das meine ich nicht böse. Verstehst du? Und Jesus Christus ist der einzig wahre Gott, der Lebendige und Wahrhaftige, niemand anderer. Nicht Allah, nicht Mohammed, nicht irgendwer. Nein, Jesus Christus ist der einzig wahre Gott. Ja? Beleidigt nicht. Ihr könnt mich beleidigen, aber beleidigt nicht gegenseitig, okay? Ich bin bei Beleidigungen schon sehr gewohnt. Das ist nichts Neues für mich. Ich werde fast tagtäglich beleidigt, weil ich zum Herrn Jesus Christus gehöre. Versteht ihr? Werde ich. Aber, für mich ist das nichts Neues, wie ich gerade erwähnt habe. Der Herr Jesus Christus hat deutlich erwähnt in der Bibel, wenn du mir wirklich nachfolgst, dann wirst du gehasst werden, mein Kind. Er hat gesagt, du wirst gehasst werden, weil du auf der Wahrheit bist und weil die Welt nichts mit der Wahrheit zu tun haben will. Die Welt ist vom Satan. Die Welt wird kontrolliert vom Satan, angeblich, okay? Für eine kurze Zeit vielleicht wird sie kontrolliert von dem Satan. Die Welt hat, der Satan umklammert die Welt. Er umarmt diese Welt. Versteht ihr, was ich meine? Aber Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen, um die Welt zu richten. Und richten kann nur Gott. Und dann wird er sagen, der ist mit mir im ewigen Leben oder der nicht. Ja, so ist es. Tyler, ich habe eine Frage an dich. Frage. Frag. Alter. Ich glaube daran, dass der Herr Jesus Christus, nicht dieser Jesus aus dem Koran, denn dieser Jesus aus dem Koran ist ein falscher Jesus. Die Bibel hat uns schon 600 Jahre, bevor dein
der Islam entstanden ist, davor gewarnt, dass ein falscher Messias kommen wird und sich als Jesus ausgeben wird. Das hat die Bibel gesagt und die Bibel hat gesagt, glaubt ihm nicht. Okay? Das heißt, wenn da einer kommen wird, wir glauben nicht daran, wir glauben nur an den einzig wahren Gott, den Herrn Jesus Christus, nicht an einen falschen Messias. Und dieser Gott wird kommen und jedes Knie wird sich vor ihm verbeugen und jeder Mund wird bekennen, das ist der einzig wahre Gott, der Herr Jesus Christus. All die Ehre gebührt ihm und all das Lob gebührt ihm. Ich lese jetzt einen Vers von der Bibel vor und ich mache es wieder so, wie ich es immer mache, zum Abschluss und dann gehe ich, okay? Dann gehe ich auf, dass ich irgendwo in der Bibel einen Vers aufschlage, irgendwo, und mal schauen, mit dem Heiligen Geist natürlich beeinflussen und mal schauen, was rauskommt, okay? Passt? So. Korinther, oder warte, lesen wir. Boah, es kommt immer wieder etwas raus, schau. So, Korinther 2. Nein, warte, wo steht das? Korinther 4, Vers 15, da steht drinnen, ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht, die ewiglich ist, ewiglich. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, nämlich die Welt. Wir richten nicht auf unseren Blick auf das, was wir sehen, nein, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Das Sichtbare wird gehen, aber das Unsichtbare ist ewig. Boah, Amen. Ich merke wirklich, dass es vom Heiligen Geist beeinflusst war. Und wirklich, wie sehr das gerade auf uns zutrifft. Okay? Da hat der Herr gesagt im Wort Gottes, die Aposteln vor allem, Paulus oder Petrus, als er gesprochen hat, die Christen, wir als Christen, wir konzentrieren uns nicht auf das Sichtbare, das wir jetzt sehen. Wir konzentrieren uns auf das Unsichtbare, das wir jetzt noch nicht sehen. Denn das Sichtbare, die Welt, die wird vergehen. Doch das Unsichtbare ist ewiglich. Deshalb verabschiede ich mich jetzt mal von euch. Gottes Segen. Seid gesegnet und Amen. Ja.